Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zur Need for Speed Most Wanted 2005 mit der Redux V3 Mod. Letztes Mal haben wir ein paar Rennen abgeschlossen und sind allerdings in ein Problem reingerannt, denn die Events, die hier auf eine Maximum-Kopfstufe resultieren, schießen uns direkt in eine Hit-5-Verfolgung hoch. Deswegen, ja, bin ich mir gerade nicht so sicher, ob wir davor noch eins machen sollten oder nicht. Der Plan ist jetzt erstmal, dass wir mit dem Rundkurs hier anfangen. Und danach mal gucken, ob ich vielleicht echt nochmal Bock habe, mich in der Verfolgung reinzuschmeißen. Das werden wir dann allerdings sehen. Im Idealfall, oder was heißt im Idealfall, das ist der Gedankengang, werden wir heute noch Jean herausfordern. Das wäre eine feine Sache natürlich. Letztes Mal hatten wir hier bei dem Rennen ja einen Evo, der ein bisschen Stress gemacht hat, und ich starte einfach mal an der Stelle direkt mal neu, weil irgendwie die MCs da gerade schon sehr viel Stress gemacht haben, den ich irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Und der nicht so unfassbar gut für mich war. Ich meine, ich weiß diesmal immerhin, dass ich im Tunnel bremsen muss, um die Kurve danach zu kriegen. Ich lerne. Ich meine, wenn ich das Rennen hier gewinnen sollte, dann kann ich danach ja tatsächlich durchaus nochmal mich in der Verfolgung reinstürzen, weil das auch den Vorteil hätte, dass ich nicht so abhängig davon bin, was dann bei der nächsten Blacklist-Stufe die Meilensteine sagen. Innerhalb der Verfolgung, dass ich nicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Strafen oder so machen muss, sondern sagen kann, okay, ich habe die Bounty. Ich mache einfach nur zwei von den Meilensteinen und den Rest mache ich nur Pizza, wie wir es ja hier auch gemacht haben. Also wäre tatsächlich eine Option tendenziell, dass ich dann trotzdem irgendwie jetzt sage, ich mache hier ein Speedtrap-Event. Gucken wir mal, weil die Speedtrap-Events sind halt noch so mit die einfachsten irgendwie, seit ich weiß, wie die funktionieren, wie man die macht. Es ist halt echt irgendwie paradox, wie die KI auf dem Kurs hier am Ende so unendlich schnell ist, so im letzten Viertel ungefähr. Das ist schon faszinierend. Natürlich. So, und das Ganze jetzt noch zwei Runden lang so. Ist das denn zu viel verlangt? Aber wahrscheinlich, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel verlangt ist, definitiv. Ich bin hier halt deutlich schneller als die KI irgendwie. Was ich nicht so ganz verstehe, ehrlicherweise, weil das eigentlich nicht so viele Kurven sind, aber irgendwas macht die KI hier immer falsch. Ich weiß nicht was, aber das ist gut für mich natürlich. Zu spät auf der Bremse. Das ist belastend. Okay, der hinter mir auf P2 gerade müsste ein bisschen ausweichen zumindest. Den NPCs. Und natürlich treffe ich im Taxi. Was auch sonst? Jawohl, und der Firebird schießt durch. Denkt sich einfach mal, ja, hier fahren zwar der 40 und ein Gallardo gerade um mich rum, aber ich fahre ein Firebird. Ich kann Kurven viel besser. Natürlich. Dieses Bild einfach gerade, ne? Der 40 und Gallardo jagen vierte Generation von die Firebird Trans M. Das kannst du eigentlich kaum erzählen. Könnt ihr nicht einfach beide da drin hängen bleiben? Oh, der 40 hat den Feuerwagen jetzt drin, oder? Ja, ging auf jeden Fall. Aber scheinbar ist der Firebird eh immer mein Problem. Okay, vor dem muss ich mich jetzt halt halten irgendwie. Ah ne, ist. Hä? Ich dachte, der 40 wäre im. Wie ist der Feuerwagen ausgewichen?
irgendwie weird. Na gut, okay. Diesmal sinnvoll bremsen für die Kurve. Ja, schön. Der Geschwindigkeit aufbaut durch Nitro, sehr gut. Kein Taxi jetzt hier bitte. Alles andere ist fein. LKW, Postwagen, alles egal, nur kein Taxi. Da war ein gelbes Auto schon mal. Ich dachte kurz, jetzt ist vorbei. Ja, okay, come on. Es ist kein Taxi, aber es ist trotzdem okay. Ja, wie er mich fertig macht. Ich glaub's ja nicht. Nicht nur, dass er da in der Spur stand, sondern mich auch noch in die Wand reingesmasht hat danach. Das gibt's doch nicht. Nee, du bleibst hinter mir. Du bleibst hinter mir. Du holst mich jetzt nicht auf den letzten Metern. Alter Vater. Mach doch mal nicht, ey. Mach doch mal nicht. Komm, jetzt war drauf geschissen, wir machen das Speedtrap-Event. Und wenn ich danach in der Verfolgung komme, dann ist das. Dann passiert das. Okay, wir haben Challenger, wir haben Supra und wir haben Bull. Ich bin ehrlich, es gibt einige Spiele, in denen ich jetzt sagen würde, ich fahre einfach mit einer Hand, aber das hier gehört nicht dazu. Okay, erster Blitzer war super. Erster Blitzer war insane gut. Beim zweiten habe ich jetzt ein bisschen verloren, weil ich nicht genug Nitro mehr hatte. Aber wir haben trotzdem gerade schon mal fast 50 km/h auf P2. Ohoho, knappe Kiste. Bisschen langsamer als P2 war ich jetzt hier. Natürlich kommst du da so um die Kurven durch. Wie schnell ist dieser Scheiß-Golf? Egal, wir haben von der Geschwindigkeit hier immer noch einen leichten Vorteil gerade Baum. Ja, natürlich. Du kannst auch den zweiten Gang hochschalten, ne? Hängt da einfach 5 Sekunden lang im ersten Begrenzer oder was? Ich glaube auch. Ja, natürlich. Auf was das Rennen kann ich einfach neu starten direkt, oder? Nicht, dass ich das gewinnen werde, irgendwie. Ist aber nur so eine These. Meldung an Bezirk 1. Gesuchte Code 6 Fahrzeuge werden gemeldet. Okay, soweit wie der Golf jetzt auf der Strecke vor mir ist, wird das nix. Oh Mann, ey. Sagt den ersten Gang. Ja, schalt doch im zweiten hoch, mein Gott. Ja, sicherlich. Was wird das denn jetzt? Wenn sich direkt gegen mich verbündet. Okay, wir haben wieder einen Premium-ersten Blitzer. Der zweite darf wohl jetzt sogar langsam als mein letzter. Also beim letzten Versuch. Dementsprechend schon wieder knapp 20 km/h verloren. Aber egal, solange ich Track Position halte, die anderen vielleicht von den Cops genervt werden. Ich werde nicht gesucht. Ich weiß nicht, wen sie suchen. Ich kann es nicht sein. Hat der 130 km/h gehört? Habe ich das nicht gesehen? Der Korb hat mich nicht gesehen. Oh, das ist perfekt. Wenn der Korb die anderen sieht, dann haben die jetzt eventuell ein Problem. Oh, das könnte gut sein.
Das könnte richtig gut sein. Vor allem dann, wenn ich jetzt nach dem Rennen nicht in der Verfolgung bin. Das wäre perfekt. Okay, der Blitzer war sehr gut, glaube ich, mit 250 dadurch. Das Event gerade läuft absolut top für mich. Ich wurde nicht gesehen? Okay, easy. Haben wir gewonnen. Nice. Okay, es ist soweit. Nummer 2 der Blacklist ist in Reichweite. Toru wartet auf deinen Anruf. Der Typ fährt einen McLaren. Muss ich noch was sagen? Mach ihn fertig. Er fährt einen Mercedes-Benz McLaren. Er fährt keinen McLaren. Das ist ein Unterschied. Alright, Rundkurs, Sprint, Sprint. Ich hoffe, der Sprint ist nicht wieder einfach nur invertiert. Ey, das wäre so lame. Doch ich meine, der SLR McLaren sah doch relativ stock aus, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Boah, da kommt er runter. Ja, ist es nicht ein schönes Teil. Wir werden ihn nie fahren wahrscheinlich. Weil wir ja nichts... Oder beziehungsweise im Idealfall noch diese Folge mit dem Corvette kaufen, aber... Geiles Fahrzeug. Ich habe durch den Start nicht gesehen, wohin. Durch die Flare. Und als ich es dann gesehen habe, war es zu spät. Gut, erstmal hinter mir. Das obligatorische Taxi haben wir auch schon mitgenommen. Perfekt, der Rundkurs kann starten. So, Bull war ja mal Blacklist Nummer 1. Bin mal gespannt, ob er dementsprechend auch was reißen kann oder ob er klaglos gegen die Übermacht namens Lamborghini Gallardo untergeht. Ich sehe für die letzte Runde auf jeden Fall eine böse Kombo an Superbreaker. Mit dem Boot und dem Laden. Okay, 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 Bull. So willst du spielen? Das können wir machen. Aber das machen wir nur zu zweit. Na, kommst du nicht? Nee, kommt er nicht. Okay. Hat er sich nicht getraut. Er hat sich gedreht. Super. Perfekt. Das ist richtig gut. Definitiv. Da ist die Abkürzung. Okay, die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ich meine, das ist eh eine Kurve, durch die ich super schnell durchkomme, so verliebt. Ey, das Problem bei den orangenen Fahrzeugen ist halt, die sind keine Taxis, ja, aber die sehen halt so aus, deswegen nehme ich die immer mit. Und die Problematik ist halt, die hängen sich einfach an mich ran. Die machen mich richtig fertig immer. Oh, schon wieder einer. So, komm mal, Gas geben. Und ist schon wieder fast dran. Kann es nicht sein. Nur weil ich 3 NPCs mitgenommen habe. So, ne, hier den rechts meine ich und danach den links. Und in irgendwas müsste er doch hängen bleiben eigentlich, oder? Mal schauen. Ist zumindest besser als es nicht zu probieren, schätze ich mal. Vielleicht rede ich jetzt ja nochmal. Wäre gut. Würde ich fühlen. Oh Gott. Das war natürlich absolut perfekt. Oh nein, das Schlimme ist, er hat auch einen Fehler gemacht. Dass ich jetzt sogar hier wirklich jetzt gut Vorsprung rausfahren kann, wenn ich es richtig gemacht hätte. Okay, er dreht sich hier kein zweites Mal. Das ist ganz schön belastend, wenn ich ehrlich bin.
die abgezogen zu nehmen, bringt insane viel. Und dadurch, dass die kurz vor Ende ist, muss ich die Runde 3 auf jeden Fall schaffen. Selbst wenn er minimal vor mir sein sollte, wenn er... Alter, wie viel NPC-Verkehr soll er noch sein? Boah, das Auto ist ein Taxi. Oh Mann, ja. Wo tue ich? Ne, selbst wenn er minimal vor mir ist, er nimmt die Abkürzung nicht und ich schon. Dann ist das ein riesen Vorteil für mich. So, jetzt muss ich gleich gucken, den Versuchbreaker zu erwischen. Bleibst du irgendwo hängen? Jawohl. Perfekt. Absolute Perfektion gerade. Kann jetzt nur noch Knie zu Ende fahren. Das ist halt wiederum, wie gesagt, dann der Vorteil an Rundkursen, dass man die ersten zwei Runden schon Taktiken scouten kann, die man in Runde 3 dann zu Ende bringt. Halt ist halt, dass er wieder rankommt, ne? Aber nein, im Spiel gummibändert ja nichts. Der ist einfach so schnell, ja, ja. Ich glaube jetzt trotzdem einfach mal, dass das relativ so gerade durch ist hier. Und wir damit das erste von 3 Rennen gewinnen. Nice. Iron Horse and Coast. Bin sehr gespannt. Ich kenne halt die Sprints vom Namen her alle nicht, aber ich glaube auch recht, das sind alles verschiedene Rennen. Also ich könnte mich jetzt wie gesagt nicht daran erinnern, dass ich ein Rennen zweimal gefahren bin in diesem Spiel bisher. Da ich dahingehend allerdings auch nicht unbedingt das allerbeste Gedächtnis habe, sollte man da auch nicht so viel geben. So, die Abkürzung ist langsamer, wurde mir gesagt, wie ich es mir auch schon gedacht hatte, deswegen nehmen wir die nicht. Sondern bleiben auf der Straße einfach. Das wird die schnellere Option sein, oh mein Gott, ey. Dass ich das so dran abfall. Nee, ich war definitiv nichts weiter, als ich den Checkpoint gefahren bin. Dass ich das so an dem Abfall war, natürlich jetzt ein bisschen unlucky, aber. Ist noch okay gerade. Oh, jetzt sind wir hier den Sprung. Das ist so geil, wenn ich hier oben gegengeklatscht wäre jetzt einfach. Oder er. Bei ihm wäre es noch besser gewesen. Der hätte ich noch mehr gedacht, tatsächlich. Ich dachte mir schon, dass er hier die Abkürzung wieder nicht nimmt. Ich habe gerade noch den Ort wiedererkannt, tatsächlich. Das war super wichtig, definitiv. Wir haben schon über die Hälfte von denen abgeschlossen, also das ist nicht unbedingt der längste Sprint bisher. Wir hier hatten. Ne? Von daher alle Chancen nutzen und so wenige Fehler wie möglich machen, ist hier auf jeden Fall die Devise. Jetzt hier direkt doppelt links. Ich muss halt auch so ein bisschen auf die Map achten. Ne? Okay, ja, ja, ich weiß, wo wir sind. 81%, es ist nicht mehr viel. Ah, komm, fast Grip. Okay, aber jetzt müssen wir gleich die Ziellinie auf der Map sehen, theoretisch. Da ist sie. Okay, nice.
Damit gehen wir auf das zweite Rennen. Also da war echt der Schlüsselmoment die Abkürzung, die wir genommen haben. Eastside Interchange. Interchange, das klingt für mich jetzt schon wieder so eine Highway. Ja, und da sehe ich den Namen überhaupt nicht. Eieiei. Aber let's try. Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwo reingedrückt. In den LKW oder so. Unter den LKW, dass er gar nicht mehr rauskommt. Das wäre gut. Okay, nee, wir fahren instant vom Highway runter. Das ist gut. Nee, Kollege, du bleibst hier. Wenn ich eine Sache gelernt habe in dem Spiel, dann niemals die KI vorbeilassen, wenn man es verhindern kann. Weil dann ist manchmal echt einfach ein Aufwand davon. So viel zum Thema, wir fahren vom Highway runter, by the way. Oh, jetzt fahren wir einfach runter. Zumindest für einen Moment. Ich denke mal, wir werden irgendwann wieder drauf fahren. Dann ist links der Abkürzung potenziell. Jawohl, dürfen wir auch nehmen. Perfekt. Ist für ihn nur sogar noch besser, weil ich ja den Container jetzt schon aus dem Weg geräumt habe. Hier links nicht. Ja, hier ist ein Donut. Sehr gut. Vielleicht fährt er rein. Boah. Ja, ist er. Er ist in den Donut reingefahren. Leute, meine Map-Kenntnis kommt langsam. Also, jetzt gegen Ende vom LP kenne ich mich schon ein bisschen auf der Map aus, definitiv. So ein paar Spots, die ich mir durchaus merken kann. Seid stolz auf mich. Die Abkürzung zu nehmen wäre Quatsch gewesen, weil wir sowieso zum einen hier den Besuch weg haben, wo ich hoffe, dass er durchfährt. Und zum anderen. War doch zu? Okay, keine Ahnung, vielleicht hätte ich die Abkürzung gar nicht nehmen können. Okay, in den Besuchbreaker ist er aber nicht reingefahren. Und jetzt geht's wohl noch mal ein gutes Stück geradeaus, okay. Das ist halt nicht mein Gebiet. Das mag der Lambo nicht, das kann der Lambo nicht. Na, come on. Wir haben einen sehr guten Vorsprung. Und nur noch knapp ein Viertel vor uns vom Rennen. Let's go. Ein bisschen Wallriden, den alten Need for Speed-Teilen kann man das machen. Beziehungsweise, das war eigentlich eher ein Wall-Tap, kein Wallride. Come on, 4%, gleich sehen wir es, halben Kilometer Vorsprung. Meisterhaft. Also Leute, ich glaube, cleaner haben wir einen Blacklist, einen Blacklist-Gegner nicht geschlagen bisher, oder? Das war doch ultra clean. Okay, ich brauche den Wagen theoretisch nicht, aber ich hätte ihn trotzdem gern. Dankeschön. Dann können wir jetzt das Performance-Teil nehmen. Unique Supercharger, genau. Das ist perfekt. Blacklist 1. Clarence Callahan. Im M3 GTR. Racer ist durch deinen Wagen an die Spitze der Blacklist geschossen. Jetzt unterdrückt er sie und fährt auf diesen Straßen, als würden sie ihm gehören. Er wird alles geben, um einen Vorteil zu verschaffen. Das bedeutet auch Mind Games. Denk dran, dass du nichts vertrauen kannst, was er, dass du an nichts trauen kannst, was er sagt. Ja, müssen wir auch nicht. Also eigentlich alles, was wir bisher gemacht haben, haben wir gemacht, um ihm einen reinzudrücken. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir da gut bedient sind und nicht auf ihn hören werden. Definitiv. Ich bin jetzt mal auf die Ziele gespannt, die wir
die wir haben werden. Was wir da alles schaffen müssen, gerade aufs Bounty, weil da war echt noch mal ein bisschen was gesammelt. Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf 10 Millionen hoch. Und wie fühlt sich das an? War ja ein weiter Weg. Ich hab dir alles gesagt, was zu sagen war. Du weißt, was zu tun ist. Du bist zu weit gekommen, um jetzt aufzuhören. So ist es. Ich stehe sogar direkt am Auto hinter. Perfekt. Okay, warte, was haben wir? 10 Millionen, natürlich. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. 9 Rennen, 5 Meilensteine. Okay, aber ich brauche nur 1,2 Millionen Bounty. Das ist relativ easy geschafft eigentlich. 35 Polizeifahrzeuge. 850.000, ja, wobei, das geht eigentlich sogar. Innerhalb von 2 Minuten entkommen. 13 Minuten, okay, das kriegen wir easy hin. Okay, nice. Dann würde ich sagen, ist es jetzt natürlich an der Zeit, unsere Waffe zu kaufen, mit der wir Razor versuchen werden zu schlagen. Und zwar... Ich meine, ein CCX wäre auch schon nett, aber ich glaube wirklich eine Corvette C6R... Es ist so passend einfach. Es ist fast schon... poetisch, kann man sagen. Auch wenn der CCX in allen Statistiken besser ist, ehrlicherweise. Wird's vielleicht doch der Königseck? Und nicht die C6? Komm, weißt du was? Wir versagen ihn einfach komplett. Wir holen uns jetzt einfach ein Königseck und bauen ihn jetzt noch auf. Und zerlegen Racer nach allen Dimensionen. Wir haben ja auch so ein paar Black Market Teile noch, die wir einbauen können, ne? Weiß ich, Corvette hätte ein bisschen besser gepasst potenziell, aber ich hatte jetzt einfach Bock auf ihn. Wurde gemeldet. In südlicher Richtung, auf dem Rockwedge Drive. Verfügbare Einheiten bitte melden und zum... Ja, verfügbare Einheiten bitte melden. Ich würde jetzt mal spontan schätzen, dass wir hier nichts upgraden können an ihm, oder? Wait, doch, können wir? Ja, Tatsache, okay. Ist halt die Frage, ob das überhaupt benötigt ist. Wie ist denn das bei Blacklist-Teilen? Werden die draufgerechnet? Ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber ganz ehrlich, ich habe so viel Geld. Das kann mir auch vollkommen egal sein. Ja, hau rein in den Laden. Haben wir visuelle Teile für den Königseck? Wir haben Flügel, Tatsache. Okay, da waren sogar echt ein paar dabei, die gar nicht so doof aussehen. Und dann gibt's halt noch sowas hier. Ne, da gab's hier vorne definitiv. Wo ist er? Da, er hier sah gar nicht so unfassbar schlecht aus. Genau wie er. Ich glaube sogar fast, wir gehen aber trotzdem auf ihn. Der, finde ich, passt noch einigermaßen und wir brauchen halt ein bisschen Downforce hinten. Ja, definitiv nicht. Da bleiben wir bei den Standardbremsen. So, jetzt gehen wir noch in den Backroom. Und jetzt geht die Sachlage aber richtig los, Leute, ich sage es euch. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir werden tun, was wir tun müssen. Ach du Scheiße. Das ist halt... Das Ding ist voll. Das Ding ist voll, was die Stats angeht. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, natürlich. Was sonst? Okay, das wird eine Waffe, ich sag es euch. Das, ja.
Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, auf ihn zu gehen. Könnte eine lustige Nummer werden. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das wär's mit dieser Ausgabe hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über euch draußen aber freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!